Ja, herzlich willkommen zum Workshop Grüne Ökonomie als Weg aus der Krise der Europäischen Union. Das Fragezeichen am Ende deutet darauf hin, dass es kontroverse Antworten gibt oder auch einfach Unsicherheiten. Inwieweit und an welcher Stelle von grüner Ökonomie schon gesprochen werden kann, was genau damit zu bezeichnen wäre und inwieweit die Hoffnungen berechtigt sind, dass hier Hilfe zur Bewältigung der EU-Krise zu finden ist. Und nicht zuletzt natürlich, was getan werden müsste und von wem, um diese Hilfe wirksam werden zu lassen. It's fine. Yeah? Okay. Mein Name ist Ute Brümmer. Ich arbeite als Referentin für Wirtschaft und Finanzen hier in der Stiftung und ich stelle die anderen Gäste vor. Da ist zum einen Lisa Paus. Da habe ich gelesen, dass sie aufgewachsen ist in einem mittelständischen Familienunternehmen und zwar im Bereich Maschinenbau. Fand ich interessant. Und inwieweit war das schon ein grünes Unternehmen oder ist es vielleicht jetzt geworden im Laufe der Zeit? Wäre ich vielleicht neugierig, wenn du magst. Von der Ausbildung her ist sie Diplom-Volkswirtin in Berlin und sie war 10 Jahre Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und da wirtschaftspolitische Sprecherin und Mitglied im Hauptwirtschafts-, Wissenschafts- und Europaausschuss. Seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages und da auch stellvertretende Koordinatorin des Arbeitskreises Wirtschaft und Soziales. Sie war Mitglied und Obfrau im Finanzausschuss und Mitglied im Europaausschuss. Also diese Themen prädestinieren dich hier auf jeden Fall. Und was ich nicht versäumen möchte, herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl. Ja. Gut, Ihre Nachbarin, das ist Anne-Kathrin Kuhlemann. Sie kommt von der Blue Economy Solutions Berlin. Was das genau ist, wird sie uns gleich selber vorstellen. Sie haben ein BA in European Business gemacht und sind Diplom-Betriebswirtin in 2 Ländern diese Ausbildung absolviert. Und was mich sehr beeindruckt hat bei Frau Kuhlemann, ist der Branchenmix, den Sie mitbringen in Ihrer 10-jährigen Berufstätigkeit. Ich skizziere das ganz kurz. Also sie war bei Finanzdienstleistungen tätig, geschäftsführend in einer gemeinnützigen Einrichtung. Es gab Luft- und Raumfahrt. Es gab beratend einen Blick in die Automobilindustrie. Ich habe gesehen, es gab noch Internetbranche und Bankwesen und dabei gemeinnützigkeitsorientierte Unternehmen. Auch ein ganz spannender Hintergrund für unsere Debatte heute zum Thema Green Economy. Herzlich willkommen. Gleich neben mir Kostas Terzopoulos. Er hat ein Studium für Computerprogrammierung absolviert, in Thessaloniki auch. Weiß ich gar nicht, Sie kommen aus Thessaloniki, Griechenland. Und okay. Und er ist lange Jahre tätig gewesen als IT-Geschäftsführer für verschiedene Radiounternehmen. Er arbeitet nun, und davon wird er auch dann gleich berichten, bei Greenway Social Cooperative Enterprise, und zwar als Allrounder. Sie sind PR, Media und IT-Manager in diesem Unternehmen, richtig? Ja, herzlich willkommen in Berlin. Gut, und ja, wir beginnen gleich mit den beiden, mit den 3 Beiträgen. Wir haben uns das vom Ablauf her so gedacht, dass die ganz kurz sein werden und dass wir dann ins Gespräch kommen wollen. Sie können Kommentare, Fragen haben, aber zunächst gibt es einen Einblick, was das ist, grüne Ökonomie, und was schon zu sehen ist und wo hier die Chancen liegen für künftige Prosperität in Europa. Das würden wir gerne wissen, Lisa. Genau, aber als erstes beantworte ich nochmal deine Frage. Dieses mittelständische Familienunternehmen ist tatsächlich gegründet worden, als ich geboren wurde. Gibt es also seit 45 Jahren. Wird zurzeit geführt von meinen beiden Brüdern, ganz klassisch sozusagen. Der eine ist Ingenieur geworden, der andere Diplomkaufmann, hat 300 Beschäftigte und die machen vor allen Dingen Bergbaumaschinen. Also sprich Maschinen für den Abbau von Rohstoffen unter Tage und das tatsächlich in allen Gruben sozusagen dieser Erde, oder also nicht überall auf der Pausmaschine, aber grundsätzlich sozusagen machen sie sowohl Kohle als Kali als Gold, Erz, Uran, alles. Ja?
So, und das ist jetzt erst noch mal kein grünes Unternehmen. Rohstoffabbau ist jetzt sowieso per se jetzt erstmal nicht so grün. Aber mit denen kann man sich in der Tat spannend darüber unterhalten, was da so los ist weltweit. Dieses Unternehmen ist damals angetreten oder reingekommen in diesen Bergbaubereich, weil sie schienenungebundene Fahrzeuge haben, Diesel mit Dieselmotoren betrieben. So, und dieses Dieselmotoren-Thema, das ist zum Beispiel eins, was mein Bruder zusammengeführt hat mit Reinhard Bütikofer von den Grünen, weil er nämlich im Europäischen Parlament Berichterstatter war für das Thema Effizienzsteigerung sozusagen von Abgasnormen für Fahrzeuge. Und da ging es eben darum, inwieweit Dieselfahrzeuge von Baumaschinen sozusagen genau den gleichen strengen Kriterien unterworfen werden wie normale Automobile. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Debatte dann gewesen ist. Und ich finde es dann auch immer spannend, dass es gerade mein 80-jähriger Vater derjenige gewesen ist, der gesagt hat, heute ist doch eigentlich die Zeit, wo man eben auch diese schienenungebundenen Fahrzeuge umstellt auf Elektromobilität. Das Gleiche, was wir sozusagen bei der Automobilindustrie haben, auch bei Baumaschinen, auch bei Bergbaumaschinen zu machen. Und da habe ich eben gelernt, wie weit die Batterietechnik ist, beziehungsweise noch nicht ist, ja, dass man da ziemlich viele Tonnen da reinpacken muss, damit das irgendwie geht und welche technischen Schwierigkeiten dabei sind. Sie sind kein Vorzeigeunternehmen, aber das Thema Greening the Economy beschäftigt eben auch Sie, selbst eben die, die eben bisher noch vor allen Dingen Geld damit verdienen, Rohstoffe aus der Erde rauszuholen. Was kann das anbieten, das Thema? Es ist eben nach wie vor so, wir haben nicht nur eine Finanzkrise, wir haben nicht nur eine europäische Schuldenkrise, sondern wir haben nach wie vor einen Klimawandel. Es gibt wieder den neuen Bericht von IPCC, wo nochmal deutlich geworden ist, da hat sich nichts geändert an den Fakten, die wir vor 5 Jahren relativ intensiv und breit und in Teilen aufgeregt geführt haben. Aber danach ist eben wenig passiert. Aber das Thema ist nach wie vor da. Und das heißt für uns eben, und das ist auch europäisch verankert, dass man sich eigentlich darauf verständigt hat, dass man bis 2050 die CO2-Emissionen reduzieren will in der Europäischen Union von um die 80, wir sagen 95%. Und wenn man sich das nochmal so richtig im Kopf klar macht, was das heißt, dass Deutschland, dass Europa die CO2-Emissionen bis 2050, wir haben heute das Jahr 2013, bis zum Jahr 2050 um 90% reduzieren will, dann hat man noch nicht genau eine Vorstellung, wie dann die Welt aussieht, aber jedenfalls, was das bedeutet für den Ressourcenverbrauch, was das bedeutet für die Energieproduktion, die Energiewende, Energieverbrauch, ist dann relativ deutlich. Da wird sich sehr viel ändern. Da sieht die Welt gegenüber heute sehr anders aus. Wenn das klappt, da haben wir andere Produktionsmuster, wir haben andere Konsummuster. Und die Frage ist in der Tat, wie kommen wir dahin? Und das ist sozusagen nach wie vor das zentrale Thema. Auch wenn es jetzt nicht die großen internationalen Abkommen gibt, das Kyoto-Protokoll jetzt in der Form nicht fortgeführt wird und das alles schwierig ist, ist dennoch klar, dass auf betriebswirtschaftlicher Ebene die Unternehmen, die sich um dieses Thema kümmern, trotzdem große Chancen haben, damit auch wirtschaftlich gut zu fahren, weil ob es jetzt Einsparungen um 90% sind oder um 50%, ja, wenn man auf dem Weg vorne dabei ist, dann gehört man jedenfalls zu den Marktführern in diesem Bereich. Und deswegen sagen wir nach wie vor und führen auch entsprechende Gespräche mit kleinen, mittleren und großen Unternehmen in der Industrie, dass das Thema Energiewende, das Thema Ressourceneinsparung, das Thema Innovation technologischer und anderer Art, um in diesem Bereich vorwärts zu kommen, auf jeden Fall ein Gewinnerthema ist, auch für die Wirtschaft. Da unterhält man sich vielleicht über Zeiträume, ob es schnell geht oder etwas länger braucht oder wie das geht. Aber dass das grundsätzlich ein Erfolgsmodell ist, weil die Welt sich entsprechend entwickelt wird, steht eigentlich nicht wirklich in Frage. Konkret für die Europäische Union kann man es auch richtig handfest machen an der aktuellen Krise. Es ist so, dass zurzeit die Europäische Union Öl importiert, Energie importieren muss in Höhe von 400 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist nicht nur sozusagen ein fossiler Brennstoff, den wir jetzt nicht so gut finden, sondern es ist eben vor allen Dingen eine Ressource, die nicht in Europa
im Boden ist, sondern die importiert werden muss und die deswegen einfach die Leistungsbilanzen der europäischen Länder belastet. Um es am Beispiel Griechenland festzumachen, Griechenland, wenn ich richtig informiert bin, hat bis heute noch nicht wirklich nennenswert Strom aus Photovoltaik oder anderen erneuerbaren Energien, sondern bezieht seine Energie fast vollständig aus dem Iran, hat zurzeit Kraftwerke, die mit Öl betrieben sind, sozusagen nicht mal mit Kohle oder mit Gas, sondern mit Öl betriebene Kraftwerke, die wirklich nicht sehr effizient sind, und Photovoltaik in Griechenland praktisch gar nicht. So. Das ist erstens nicht besonders ökologisch, aber es ist vor allen Dingen eben auch ein weiteres Problem der griechischen Ökonomie, dass sie eben ihr Leistungsbilanzdefizit, was sie haben, was für sie ein Schuldenproblem ausmacht, zusätzlich dadurch bekommen, dass sie eben Energie nicht selber produzieren, sondern Energie, Öl einkaufen müssen für teuer Geld, ne, weil sie die entsprechenden Strukturen nicht haben. Also konkret könnte man Griechenland gut helfen, dadurch, dass man wirklich zügig und vernünftig die Energiewende in Griechenland hinbekommt in Richtung 100% Erneuerbare. Und da sagen wir Grüne, da geht es nicht allein darum, dass Griechenland zugepflastert wird mit Photovoltaikanlagen und dann der Strom nach Deutschland exportiert wird, sondern geht es darum, tatsächlich die ganze Wertschöpfungskette auch in Griechenland zu haben. Also nicht nur zu sagen, deutsches Know-how und Grund und Boden in Griechenland angemietet und dann macht ein Deutscher in Griechenland eine große Photovoltaikanlage und macht lange Leitungen und zieht den Strom nach Deutschland, sondern es geht darum, dass tatsächlich dadurch auch Wertschöpfung in Griechenland entsteht und das sozusagen ein relevanter und wachsender Wirtschaftsfaktor in Griechenland wird. Also das ist, glaube ich, ein wichtiges, zentrales Thema, dass es konkret auch um das Thema Leistungsbilanz geht. Es geht insgesamt um das Thema Rezession in den südeuropäischen Ländern. Wie kriegt man eine ökonomische Wende hin? Ja, in welche Bereiche sollte neu investiert werden, nachhaltig etwas aufgebaut werden, damit diese Länder aus der Krise herauskommen? Sozusagen, welche Möglichkeiten gibt es das? Das ist auf jeden Fall eine Variante, die ist notwendig und die verspricht auch dauerhaft Erfolg. Anders als beispielsweise das, was wir in den letzten 10 Jahren in Spanien erlebt haben, das Stichwort Immobilienblase, ne, wo eben viele Häuser dahingesetzt worden sind, die jetzt eben sozusagen leer stehen, wo man eben gesehen hat, das war eben keine nachhaltige Investition, die entsprechend auch zusammengebrochen ist. Das war jetzt ein Beispiel, ich könnte natürlich weiterreden, aber es ging ja, ne, es ging hier um den Punkt, was kann man tun konkret, was kann Green Economy dazu beitragen. Es gibt nach wie vor das Problem, es braucht eine Lösung, es würde Jobs schaffen und tatsächlich uns in zweifacher Hinsicht helfen, zum einen tatsächlich den Klimawandel zu stoppen und zum zweiten tatsächlich Wirtschaftsentwicklung und Beschäftigung zu schaffen. Okay, ja, vielen Dank, Lisa. Auf jeden Fall kommst du da von der makroökonomischen Seite, von den politischen Einflussmöglichkeiten, und da werden wir später nochmal genauer reden, glaube ich, wer es machen kann eigentlich. Ist es die Nation, sind es die Unternehmer, welche Akteure in Europa und was muss dafür in Europa passieren, auch wenn das jetzt heute Morgen natürlich in den beiden Einheiten auch schon anklang. Was wir hier ja unbedingt wollten, waren oder sind die Berichte aus den Initiativen, aus den Unternehmern, Unternehmer, Unternehmensberatungen vor Ort. Und als nächstes haben Sie das Wort und Sie arbeiten als Gründungsberaterin für grüne Unternehmen, wenn ich das richtig verstehe. Auf jeden Fall ist Ihr Geschäftsfeld so aufgestellt, diese Solution. Wenn nicht, berichtigen Sie mich jetzt bitte, was sind Ihre Erfahrungen? Und sind das die Branchen der Zukunft oder sind das immer noch Nischen? Und wie steht es eigentlich um die Attraktivität für junge Leute? Also die Blue Economy Solutions, das erkläre ich mal kurz, warum Blue und nicht Green Economy. Wir haben vor ungefähr 4 Jahren mit einem Partner zusammen diesen Begriff geprägt, weil uns einerseits, wir hatten jahrelang Erfahrungen und auch Forschungsprojekte gemacht rund um das Thema, was ist denn so richtig, richtig bleeding edge nachhaltig? Ja? Also nicht so ein bisschen weniger Gift, sondern warum nicht mal ungiftig? Oder eben so, naja, dafür kriegt man Umweltpreise. Ne? Das kann es aber nicht sein. Das ist dann 5% und eben nicht 90% besser. Und
da aber drumherum in der gleichen Zeit die Welt immer grüner wurde, ohne dass sich was verändert hat, weil alle Greenwashing machen und jetzt alles nachhaltig und sustainable und social ist, haben wir gesagt, das kann es nicht sein. Das ist, wenn wir das so nennen, dann gehen wir unter ferner Liefen, das nimmt keiner ernst. Also braucht es einen neuen Begriff und der ist auch markengeschützt, ganz bewusst, damit das jetzt nicht das nächste Bluewashing ist. Und wir haben im Rahmen von 2 Jahren jede Woche eine Innovation vorgestellt, mit Marktmodell und wo könnte man das noch alles anwenden, in tausenden Industrien etc. Was heißt denn wirklich jetzt, sagen wir mal, die überübermorgen Wirtschaft und nicht nur ja, so ein bisschen das, was jetzt schon am Markt ist, irgendwie ein bisschen mehr verbreitet. Also so schön ich das finde, wenn wir jetzt irgendwie PV überall in Griechenland machen, die PV-Industrie in Deutschland ist aus gutem Grund gerade in einer echten Krise, weil da keine Innovationen mehr passiert sind in den letzten Jahren. Es braucht jetzt Innovationssprünge und nicht ein bisschen inkrementelle Verbesserungen. Daraus ist dann ziemlich schnell entstanden, wir haben das ursprünglich als Kampagne gedacht und dann machen die Unternehmer dieser Welt schon, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, sondern die riefen dann alle bei uns an, wie geht das jetzt? Und haben wir gesagt, okay, ich kann jetzt kein Callcenter beschäftigen, um die Leute alle zu beraten, dann machen wir daraus wirklich auch eigenes Geschäftsmodell. Wir haben eh schon immer eigene Projekte gemacht, wir haben auch schon immer, wir sind ganz unverbesserbare serielle Unternehmer, wir haben schon immer auch solche Innovationen selber in Deutschland dann umgesetzt, wenn sie zum Beispiel aus Schweden oder Japan oder sonst wo kamen und wir gesagt haben, das braucht es hier doch auch. Und was wir jetzt im Schwerpunkt machen, ist, wir beraten auch manche dieser Innovationen, die wir da eben vorgestellt haben. Wie kommt ihr in den Markt? Wie werdet ihr größer? Was sind die richtigen Partner? Vielleicht auch die Konzernpartner, die euch skalieren helfen. Was wir aber viel mehr machen, ist Regionalentwicklung. Weil Green Economy ist ja nicht ein Selbstzweck, sondern es geht ja darum, eine lebenswerte Zukunft zu schaffen. Und wo ist der große Wandel, wo ist der Druckpunkt am größten? Der ist im Moment in den ländlichen Bereichen am größten, weil die Menschen alle in die Städte ziehen, ein Riesenurbanisierungsproblem. Die Schulen werden geschlossen, dann geht erst recht keine Familie mehr dahin und da kommt so ein Teufelskreis, so eine Abwärtsspirale. Und das kann man umdrehen, indem man wirtschaftliche Impulse setzt und Menschen merken, hier passiert wieder was und dann gibt es wieder Zuzug. Und wir machen das, indem wir in der Region sagen, was habt ihr hier für Stoffströme, was habt ihr für Abfälle, die ihr nicht nutzt oder sagen aus unserer Sicht suboptimal nutzt, was könnte man da alles vieles draus machen? Und dann entsteht plötzlich eine Störzucht, wo es vor 30 Jahren noch Stör gab, aber heute nicht mehr. Und die verkaufen dann Kaviar als eins von vielen, vielen Projekten. Dann kommt aber auch automatisch Initiativen in den Orten selber. Also werden dann richtig Menschen mobilisiert, dass eben ihre Schule nicht geschlossen wird. Dann bauen die selber PPP-Modelle. Dann gründen die selber eine Aktiengesellschaft, eine regionale, die ausschließlich lokales Geld einsammelt, um die Projekte zu finanzieren. Die Sparkasse Lokale sagt, wir finanzieren euch sogar das Eigenkapital, weil wir wollen ja, dass hier was passiert, ansonsten stirbt hier ja alles und wir haben keine Kunden mehr. Also da passiert plötzlich so eine komplette Kehrtwende und das ist das Potenzial, dass ich in, ob wir es jetzt Green oder Blue nennen, aber dass ich sage, wenn wir wirklich ernsthaft nachhaltig sind, dann gibt es einen Sprung nach vorne und dann heißt das aber auch Partizipation, dann heißt das ganz viel wieder in die Regionen mit den Menschen arbeiten und nicht top-down, Siemens baut jetzt überall PV-Anlagen, das ist eben nicht die Zukunft. Ja? Dann sind wir wieder ganz viel bei regionalen Wertschöpfungsketten, bei viel, viel mehr, auch eben nicht für 400 Milliarden Energie importieren, sondern die 400 Milliarden bitte hier lassen und selber investieren, in unserem eigenen Wirtschaftskreislauf halten. Und das ist für uns aus unserer Sicht wirklich das Potenzial, was dahinter steckt, egal ob für die EU oder natürlich auch andere Regionen der Welt, aber was wir auch ganz konkret in unserer alltäglichen Arbeit tun. Ja, vielen Dank. Eine Frage stelle ich aber gleich noch nach. Woraus finanzieren Sie sich? Ist es aus der unternehmerischen Tätigkeit? Das ist eine Mischung aus, ja, einerseits die Unternehmen werfen natürlich Gewinne ab. Wir werden als Berater auch bezahlt, wobei wir Beratungsprojekte immer machen bis in die Umsetzung rein, sonst nehmen wir die Aufträge gar nicht an. Und das ist so eine Mischung daraus dann. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Kostas, was können Sie uns nun aus Thessaloniki berichten? Wie sehen Ihre Aktivitäten vor Ort aus? Ja, wir hatten es abgesprochen. Also das wollen wir jedenfalls gerne wissen. Und was gibt es noch an grüner Ökonomie in Griechenland über das, was Sie machen in Ihrer Initiative hinaus? Okay. Hello, I'm excited to be here. Thank you.
I want to say first my background, because I was working over 16 years in a radio station group as an IT director there, and the business bankrupt. So I was two years without a job, and I was very social active in various movements. And now it's I'm starting and joining a social enterprise, Colectiva, that you know, people that will try to make something in this out of this crisis, you know. I want to comment this thing about oil also in Greece. I have done a trip in Aegean Sea, 2,000 kilometers through Thessaloniki to Turkey coastline, and I went to Rhodes and various islands. And we can produce and consume energy with renewable energy, and this is should be a plan for Greece. Every island should be independent about energy, and we can do it actually. For Greenways Social Cooperative, it's about green transport. It's a sustainable urban transportation with bicycles, and we have a lot of ideas. And we work now in BIPAD. BIPAD is a bicycle policy audit. So we work with municipalities and regions to check how is their policy about cycling usage, promoting investment on this subject. We do cycle logistics. It's about using bicycles to make transportation as a courier services or recycling materials or stuff like this. We have also Cyclist Welcome. It's a certification for businesses that are friendly for cyclists, like hotels. So a hotel can get a certification like this, and they will have a minimum of services for cyclists, as a repair kit service, showers, locking their bicycle safe, etc. We have the national Eurovelo coordination. Eurovelo is a great plan about connecting Europe through cycle routes, and we have 14 Eurovelo routes right now. It's not really developed, but the plan is to really connect all Europe and go beyond to Turkey also. This was started as a tourist program, but now in EU they plan it as a transportation thing. This is a good thing, because it's not only about tourism. We have also, we do bicycle recycling and reuse. So we want to start a service of taking bicycles that are broken and repair them and reuse them and give them to users. Cycle education also, to train in schools, businesses, how to use a bicycle safe, how to cycle safe, and also other bicycle programs like bike to work programs, bike to school, things like that. Also publishing education, books, maps, editions and things like that. Can you? What? Mm-hmm. I must admit, I've never been in Greece, but how sportive do you have to be? I heard that it's
mainly up and down. So the question to me is how attractive it's for a normal tourist to do this. Yes, I have to say that now that I was cycling in Turkey. It was my first time to do a trip like this. I'm not an athlete, a sportsman, so it's really possible and it's very enjoyable. And yes, and you can really travel if you have the time, relaxed. And yes, it's possible. And it's great way to travel because you meet a lot of people and they will welcome you, and you really get to know better the places that you visit and the people. Mm-hmm. I think it's great. Ja, interessant. Und in Berlin gibt es, haben wir ja auch diese Velos, die Stadtführung machen und so weiter. Ich habe gerade Berichte gelesen über junge Frauen, die damit selbstständig sind, und das ist spannend. Und können Sie noch ein wenig berichten über andere Aktivitäten in Griechenland? Haben Sie da ein Bild oder? Entschuldigung, wenn ich eingreife, aber ich habe Ihnen so verstanden, dass das jetzt europäische Fahrradwege sind. Okay. Und das haben wir hier auch, aber hier geht es zum Beispiel einen Weg rauf nach Dänemark und Schweden. Und ich habe Ihnen so verstanden, dass Griechenland das bisher so nicht hatte, aber jetzt auch eingebettet wird sozusagen in das europäische Fahrradnetz, was es eben rudimentär schon gibt und was eben auch mit europäischen Mitteln gefördert wird und was eben dann sozusagen breit als touristische, als zusätzliches Standbein für Fahrradtouristen jetzt integriert wird in das europäische Fahrradwegenetz und nicht nur sozusagen örtlich, sondern breit. Genau, ausgehend aber. Genau. Yes. Mhm. Gut, wir können auch erstmal an dieser Stelle bleiben. Vielleicht mögen Sie gleich später noch aus Griechenland berichten. Gibt es Kommentare, Fragen oder vielleicht auch andere Berichte aus den Regionen Europas, aus denen Sie kommen, aus Thessaloniki und auch Berlin, Olga? Ja, auf jeden Fall. Ans Mikro, weil die Veranstaltung gestreamt wird, glaube ich, und die Übersetzung natürlich auch tätig ist. Olga Drosso, Kollegin der Heinrich-Böll-Stiftung, darf ich schon mal vorstellen, arbeitet jetzt in Thessaloniki. Ja, danke, Ute. Ich wollte nur auf das, was der Kostas gesagt hat, nochmal eingehen. Es ging darum und vor allen Dingen auch zu highlighten, dass es um einen sozialen Betrieb geht, der diese Sachen macht. Ne? Wir wollten sozusagen verschiedene Modelle, auch Unternehmertums in den Vordergrund stellen oder vorstellen. Und Kooperativen, Genossenschaften, das ist ein Modell, was es zwar lange gegeben hat, das ist nichts Neues, dennoch, gerade in Griechenland, und ich denke, das geht auch anderen Ländern so, sind die, sagen wir so, die alten Formen der Kooperativen zusammen mit vielen anderen auch desavouiert worden. Die sind sagen wir so, haben nicht viel anders gehandelt als normale Unternehmen. Insofern sind sie auch entweder bankrott gegangen oder Gelder verschwendet. Die sind in dem öffentlichen Bewusstsein auch desavouiert. So, nun kommt jetzt eine neue Welle und ein neuer Start, Kooperativen gerade in der Krise zu gründen und zu promoten, was wir jetzt auch als Heinrich-Böll-Stiftung in Griechenland sehr gut finden und noch unterstützen wollen, nämlich ein soziales Unternehmertum zu fordern. Viele Menschen suchen auch als Ausweg aus der Krise die Möglichkeit, zusammen mit anderen unternehmerisch tätig zu werden und in einem anderen, in einem neuen Sinne. In einem neuen Sinne mit anderen Grundlagen, auf anderen, mit anderen Werten. Sozial, deshalb ist auch das Sozial bei diesen Genossenschaften, wird nochmal neu gedacht. Und der Kostas und seine Kooperative ist einer dieser Beispiele, die versuchen mit verschiedenen auch Geschäftsmodellen, das hätte man viele Fragen, warum? Das muss ja nicht eine Kooperative sowas machen, das kann auch ein ganz normales ein ganz normales privatwirtschaftliches Unternehmen. Bloß ist es
anders dort. Die wollen auch so, sozusagen Dienste zurückgeben oder überhaupt anbieten, die der Gesellschaft zugutekommen und nicht nur als primäres Ziel nur Geld zu machen. Und das, glaube ich, und darüber zu diskutieren, was bedeutet das und wie kann man solche Kooperativen auch in den neuen Geist zu fördern, ist, glaube ich, also für viele und als Modell für den Ausweg aus der Krise gerade sehr, sehr gefragt. Dankeschön. Ja, danke, Olga, für die Spezifizierung. Gerne. Sie? Mm-hmm. Okay, can I add to this? Okay, I want to say a little bit more about social cooperatives because it's something new in Greece. It's from late of 2011 that we introduced social cooperatives in Greece. And the model is that every partner there is equal, no matter how many money invests. So everybody has one vote there. They all are partners that they participate in this cooperative. And so the profit, there is no actually profit. It's like only like a bonus. It has 35% of the profit. You can give back with a decision of the partners to the working members of this cooperative. So there are they are the members of the cooperative, and there are the member and workers in these cooperatives. So only the members, workers, can get a bonus and up to 35% of the profit. The rest of the profit is reinvested in the company. There is no sharing. Okay. Es gibt ja, und auch Lisa hatte, glaube ich, eine Frage. Aber, ja. Es gibt ja auch das Modell, das kennen wir ja auch, der Energiegenossenschaften. Das wiederum ist etwas, was verhältnismäßig kapitalintensiv ist, was ich mir für Griechenland im Moment relativ schwierig vorstelle, zumindest wenn man da wirklich flächendeckend arbeiten will. Gibt es da denn erste Ansätze? Also vielleicht, wer auch immer das jetzt weiß. Und gibt es da vielleicht auch Ideen, wie man da noch ganz andere Finanzierungswege geht? Also zum Thema Energiegenossenschaften in Griechenland ist das möglich, kann ich sagen. Doch, das ist ja wohl möglich. Also da hat man eben jetzt auch festgestellt, dass ein zentrales Problem für den Wiederaufbau von der Wirtschaft in südeuropäischen Ländern und speziell auch in Griechenland, der ist, dass sie jetzt momentan auch gar keinen Kreditzugang haben. Dafür ist aber inzwischen ein Vertrag geschlossen worden, dass die deutsche KfW tatsächlich direkt Kredite für kleine und mittlere Unternehmen vergibt. Und das wäre eben tatsächlich dann auch direkt für eine entsprechende Energiegenossenschaft möglich. Die kriegt an... Bitte? Olga, gleich. Das findet sie interessant, glaube ich. Und muss wissen, wie das geht. Das habe ich nicht gehört. Das ist sehr interessant, wenn das stattfindet. Bloß, was wir wissen, ist, dass die KfW gerade sehr viele Millionen, keine Ahnung, ich habe die Summe nicht mehr im Kopf, in der Braunkohle investiert in Griechenland, im Ptolemaida, das ist eine Braunkohle-Energieeinheit in Griechenland. Da investiert jetzt die KfW Millionen von Geldern. Und man munkelt, dass damit die Braunkohle nach Deutschland exportiert werden soll. Ja, ich sage nicht. Die Finanzierungsfrage ist sehr crucial im Augenblick für alle Kooperativen. Es gibt keine Finanzierung, da geht es sehr an das Eingemachte. Man kann sie rechtlich gründen und so. Energiegenossenschaften ist schon sehr schwierig, das hat es noch nie gegeben. Jetzt gibt es erste Ansätze, Energiegenossenschaften auf Inseln zu gründen. Es gibt noch keine. Die rechtliche Form ist eine sehr schwierige Frage. Und elementar ist die Frage der Finanzierung. Man fragt sich, ob die Genossenschaftsbanken, die europäischen Genossenschaftsbanken, solche Projekte in den Südländern, sagen wir so, jetzt nicht nur um Griechenland zu sprechen, finanzieren würden. Im Augenblick kommen die Sparkassen nach Griechenland, um kleine und mittlere Betriebe zu unterstützen, wie sie das hier in Deutschland ja auch machen. Aber
da fallen die Kooperativen und diese neuen Ansätze, sagen wir so, die es sehr schwierig haben, fallen irgendwie aus dem Raster. Meine Frage wäre, ob ihr wüsstet, ob man über Genossenschaftsbanken in Deutschland oder in Europa Projekte solcher Art auch in anderen Ländern unterstützen, ob das überhaupt ein Ausweg wäre. Also beantworten können wir es jetzt bestimmt nicht für die Banken, aber GLS Bank da vorne fragen. Ja, es gibt tatsächlich das Problem. Dass die Geschäftsbanken, auch die Genossenschaftsbanken und Sparkassen sehr national auch gebunden sind. Ja. Ja, aber wenn Sie nach Griechenland kommen, dann haben Sie aber auch wiederum das Problem, dass Sie dann als griechische Banken angesehen werden und dass Sie dann sozusagen auch selber höhere Refinanzierungskosten haben und das wiederum dann schwierig ist, weil dann eben auch die Unternehmen in Griechenland höhere Refinanzierungskosten haben, mit anderen Worten höheren Zins, den sie zahlen müssen, eben nicht wie hier zurzeit, was weiß ich, zwischen 3-5%, sondern die müssen dann eher tendenziell 10% zahlen, was sie im Moment nicht gut gebrauchen können. So, deswegen ist eben die Idee gewesen, das kann man nicht direkt über die Geschäftsbanken machen, ne, nicht über den Exodus sozusagen oder ein zusätzliches Portfolio der deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken in Griechenland, sondern deswegen eben die Entscheidung, und das hat auch der Deutsche Bundestag bzw. der Haushaltsausschuss so abgestimmt, dass die KfW direkt das macht, damit eben auch direkt griechischen Unternehmen oder Genossenschaften profitieren von den niedrigeren Zinsen. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht gewusst, dass dieses Geld in Braunkohle gesteckt worden ist. Das fand ich jetzt wieder sehr interessant, weil das ein doppelter Skandal ist, weil wir nämlich im Bundestag dafür gekämpft haben, dass ja die eigentliche Bank, die dafür zuständig wäre, nämlich die Europäische Investitionsbank, die gibt es ja, die ist auch zusätzlich ausgestattet worden mit mehr Eigenkapital, um das eigentlich zu machen. Und dann hat man aber festgestellt, das reicht noch nicht, das ist ein Problem. So. Aber ja, eigentlich sollte es die Europäische Investitionsbank machen. Und da haben wir nach langen Kämpfen durchgesetzt, dass auch dass der Verwaltungsrat der Europäischen Investitionsbank jetzt keine Kredite mehr vergibt für Braunkohleabbau. Ja, so. Und ne, dass jetzt sozusagen das der eigentliche Motor war, dass die KfW da jetzt tätig wird, das finde ich sehr interessant und das werde ich tatsächlich jetzt nochmal nachfragen. So, natürlich kann man immer Unsinn machen, ja, und das ist definitiv totaler Unsinn. Ich sage ja nur, es ist grundsätzlich bereitgestellt worden durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages direkt die Möglichkeit, die KfW soll sogar Kredite geben an griechische Unternehmen, damit sie eben sich vernünftig refinanzieren können. Und da kann man eben vernünftige Dinge mit tun. Da kann man eben ausreichend Kapital zusammenbekommen, um Energiegenossenschaften in Griechenland zu machen. Man kann auch Unsinn machen, aber man kann auch was Vernünftiges machen. Das Geld ist grundsätzlich dafür vorhanden. Und die Mittel sind knapp. Also das können wir auf jeden Fall ja auch nochmal erklären. Eine andere Frage war da. Kommen Sie nach vorne, ne? Zum Mikrofon bitte. Und wenn Sie mögen, sagen Sie auch kurz, woher Sie kommen und wer Sie sind. I'd like to just give a comment about the green economy, as I understand it. I've always found that I work internationally with different groups at the United Nations Climate Change Talk, so I interact a lot with people who are not European. And people who are not European definitely don't share your optimism as climate change is a business opportunity. People in Latin America or Asia or Africa, I think when they hear people talk about, for me, the green economy is a vehicle to respond to climate change. And when people talk so much about the business opportunities of climate change, it sort of implies to me they don't really understand climate change itself, which isn't impacting Europe as much as other parts of the world. And if the green economy is about how Europeans can make profitable businesses, which is what I'm getting from the panel, then I don't really think it's the green economy that is going to respond to climate change. It's about small, you're talking about small changes, about mining companies changing to electric vehicles. That's it's not the green economy that we need. For me, business as usual died in 2008. The world economy is totally different and it's not going to go back to that way. And if we're talking about Europe properly responding to climate change, they're going to need a massive shift in how they do business. Everything can't be done for profit anymore. Europe has a carbon debt to the rest of the world. We've used more than our fair share of CO2 emissions. And unless we have a
a huge system change. I think the green economy is just going to be greenwash unless it's part of a massive change in the way that we look at economics, which I'm not hearing from anyone. I'm hearing about how we can continue to look for profits. But for me, the green economy has to be a radical shift. They talk about climate change as the biggest market disaster in economics and history, and nothing's been done to actually address that. I think we need to look at the business plans for fossil fuel companies, and they're completely incompatible with solving climate change. We're giving fossil fuel companies $1 trillion a year in subsidies from our governments. And the EU doesn't have a good reputation on climate change when you speak to people outside of it. The targets, you're talking about 90%. Well, it's actually 20% by 2030, which means the EU has to do nothing different because it's a business as usual. They already meet a 20% reduction, about 24% apparently. So, that's true. So I think you have rebound effects and that eats up just about everything. That's the problem. But 20% is nothing. So I think we need a bigger shift. And if we're looking at this model, I think it's going to fail. Mhm. Ja, danke für den Punkt. Das ist natürlich ein zentraler Punkt, auch hier in Deutschland für die Debatte. Danke für den Punkt. Und, darf ich darauf? Ja, gerne. Lisa oder Sie, wenn Sie auch mögen. Also, aber das ist natürlich eine große Frage. Inwieweit ist das eine Nische? Inwieweit ist das viel zu klein? Und inwieweit ist das, selbst wenn es große Zahlen erreicht, ein Businessmodell, was nur für Europa den Export ankurbelt? Oder kann es eine Rettung sein? Das ist auch in Deutschland und bei den Grünen hier nicht ganz leicht ausgemacht. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie, das ist richtig, das braucht man insbesondere weltweit, ne, weil ansonsten eben Bangladesch bald nicht mehr da ist, etc. etc. Und man muss es eben ernsthafter und konsequenter angehen. Ich habe von dem mindestens 90%, eigentlich 100% bis 2050 gesprochen. Richtig ist, bis 2030 sollen es mindestens 20% sein. Wir Grüne haben gefordert im deutschen Bundestagswahlkampf, wir wollen, dass Deutschland 100% erneuerbar ist bis 2030. Das ist aber sozusagen nur für das Thema Energie. Damit ist das ganze Thema Ressourcen etc. nochmal ein extra Thema. Wir müssen aber einfach feststellen, dass die Rahmenbedingungen momentan eben nicht optimal sind. Und deswegen habe ich hier so kleine Brötchen gebacken. So. Weil wenn Sie sagen, ne, die Ziele bis 2020 werden doch erreicht, das stimmt nicht. Ja? Also kann ich Ihnen einfach für Deutschland sagen, Deutschland wird seinen Beitrag entsprechend nicht bringen. Sondern Deutschland hat das als Ziel verankert, hat das in Brüssel auch abgegeben. Und wenn man sich aber anschaut, sozusagen, welche Maßnahmen das bringen sollen, dann jeder, der da ganz normal drauf guckt, stellt fest, mit die derzeitig beschlossenen Maßnahmen werden das nicht bringen. Sondern im Gegenteil, es ist so, dass wir zurzeit wieder einen CO2-Ausstoß in Deutschland haben, der da liegt, wo wir sozusagen in den 90er Jahren gewesen sind. Das ist momentan die Realität. Und wir haben eben in den letzten 4 Jahren ist auch in Deutschland das Thema Klimaschutz und Energiewende immer weiter in den Hintergrund gerückt. Wir haben hier den Atomausstieg beschlossen, aber die Energiewende noch nicht angefangen. So, und das ist sozusagen momentan das große Problem in Deutschland. Und da gibt es sehr starke Beharrungskräfte und sehr starke Widerstände, natürlich auch in der deutschen Wirtschaft. Und da wäre ein anderes Signal gewesen, sozusagen, wenn die Grünen beispielsweise bei der Bundestagswahl ein anderes Ergebnis gehabt hätten. Aber auch wir hatten im Wahlkampf das Problem, dass es sozusagen so schwer vermittelbar war, wie kann jetzt genau der Mix aussehen. Alle wollen es, aber jetzt reden wir eben darüber, was heißt das im Detail, was heißt das beim Thema Kosten, beim Thema Energiepreise, was heißt das konkret für Arbeitsplätze in welchen Branchen. Und das ist jetzt eben tatsächlich eine etwas schwierige, deutlich schwierigere Debatte. Und stattdessen erleben wir zurzeit in Deutschland und in Europa, auch über Deutschland, nach unserer Einschätzung ein deutliches Rollback. Allein in der letzten Woche, oder in dieser Woche war es ja sogar, ist es eben so, dass Deutschland sich wieder dafür eingesetzt hat, dass die CO2-Grenzwerte für Automobile beispielsweise eben nicht so stark abgesenkt werden, wie es nochmal wieder verwässert werden gegenüber dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag, der dann schon verwässert worden ist von dem Europäischen Rat und dann nochmal wieder verwässert worden ist.
So. Und ne, wir haben auch eben international keine weiteren Vereinbarungen. Und deswegen ist eben jetzt die Debatte auch deutlich schärfer geworden. Vorher konnte man ja immer darauf verweisen, man hat einen Wettbewerbsvorteil, weil über kurz oder lang ne, müssen alle die Kosten des CO2-Ausstoßes einpreisen, weil CO2 internalisiert wird. Über einen Emissionshandel beispielsweise in Europa. So, aber auch der Emissionshandel in Europa ist zurzeit praktisch zum Erliegen gekommen. Vor 2 Jahren ging man noch davon aus, dass man CO2-Preise hat von 15, 17 Euro. Und zurzeit liegt er, glaube ich, bei 2 oder 3 Euro. Ich glaube sogar teilweise unter 2. Also das ist auch der Emissionshandel mit Mühen implementiert, um sukzessive, auch entsprechende sichere Rahmenbedingungen für Investitionsentscheidungen zu treffen, ist im Moment praktisch komplett ausgehöhlt und zum Erliegen gekommen. Und deswegen ne, streiten wir weiter dafür und bringen weiter in Erinnerung, was da notwendig ist und welcher radikale Wandel dann gemacht werden müsste. Aber da es momentan international dieser Zug momentan nicht wirklich auf der Schiene ist und fährt, ja, und man momentan jedenfalls den Eindruck hat, dass es keine großen internationalen Vereinbarungen gibt, haben wir den Eindruck, dass leider die nationalen Egoismen und das Thema Wettbewerbsfähigkeit sehr stark, zumindest im politischen Diskurs, im gesellschaftlichen Diskurs, droht wieder stärker die Überhand zu gewinnen gegenüber dem Klimathema. Deswegen sehen wir unsere zentrale Aufgabe, das Klimathema wieder stärker zu setzen und auch die Vereinbarkeit zu debattieren und auch Vorschläge dafür zu machen, wie das gehen kann. Aber momentan konstatieren muss man, dass momentan die Zeit da nicht günstig, momentan jedenfalls wieder eher nicht so günstig war. Die war vor 4 Jahren zumindest in der deutschen Debatte besser und wir sind eben dabei, sozusagen dieses Land zurückzugewinnen. Das Thema hat, glaube ich, diese Frage nach der Internationalität hat 2 Aspekte. Das eine ist, wenn man sagt, wir Europäer haben ja so eine Riesenschuld gegenüber dem Rest der Welt, dann impliziert das, wir müssen zurückstecken, wir müssen letzten Endes unseren Lebensstandard senken. Das ist nicht durchsetzbar. Das ist politisch nicht durchsetzbar, das ist auch faktisch nicht durchsetzbar. Keine Chance. Es ist dann indirekt die Folge, dass wir solche Krisen haben und faktisch natürlich der Lebensstandard in Südeuropa gerade massiv sinkt. Aber das ist nicht das Ziel, was die Menschen wollen. Und dann, das ist dann gepaart mit so einer Angst, die international da ist, die ist auch bei uns noch da, wenn man von Nachhaltigkeit spricht. Es gibt jede Menge Greenwashing, aber wirklich ernsthaft grün oder nachhaltig zu handeln, dass das teuer ist, dass sich das keiner leisten kann und dass das irgendwie immer der Einzelne, der Dumme ist, der es macht. Und gerade international, die Leute sagen, warum sollen wir die Deppen sein? Lass doch die doofen Deutschen mal machen und so. Ja, also macht mal euren Atomausstieg, das ist ja spannend, das ist ja super, macht ihr mal. Also kein Mensch zieht da mit. Und im Grunde genommen ist es ein großes Thema und da gibt es, ich kenne noch keine wirklich gute Lösung, die ich je gehört habe zum Thema Suffizienz. Wo ist genug? Ja. Und zwar eben auf einer freiwilligen Basis, weil wir wollen bestimmt keine Diktatur der Suffizienz, die vorschreibt, was der Einzelne tun darf oder nicht darf. Und trotzdem braucht es einen Rahmen. Trotzdem müssen wir uns irgendwo darauf einigen, was ist meinetwegen pro Jahr das CO2, was ich ausstoßen darf als einzelner Bürger und wo ich dann entscheiden kann, was kaufe ich, was tue ich, wie viel Auto fahre ich, wo fahre ich Öffis, all diese Themen. Da sind wir ganz, ganz weit von entfernt, das irgendwo auch nur annähernd mal in irgendeinem Land dieser Welt umzusetzen. Geschweige denn, dass ich dann den Chinesen sage, ja, aber ihr müsst auf dem Level, wo ihr jetzt seid, bleiben, weil eigentlich stoßt ihr ja eh schon zu weit aus. Das ist ja Wahnsinn, das kann sich ja kein Land erlauben, so eine Vorschrift zu machen. Und insofern bin ich der Überzeugung, man muss da ein Stück weit anders rangehen. Also wir werden sowieso nie erreichen, dass sich 100% der Bevölkerung sagen, yo, ich verzichte im Sinne der Umwelt und für die nächsten Generationen. Schon gar nicht bei der irgendwie knapp 50% dieser Weltbevölkerung, die von der Hand in den Mund leben und die nicht wissen, wo ihr Essen morgen herkommt. Die interessiert es nicht die Bohne, weil die können... Das kann keiner von uns in so einer existenziellen Situation drüber nachdenken, dass er für die nächste Generation doch die Umwelt schonen soll. Das heißt, das Produkt muss so sein, dass es einfach nicht schädigt.
Es muss einfach selbstverständlich sein. Es darf nicht sein, ja, das ist besonders grün, aber es kostet mehr. Oder es ist Fair Trade, das ist so ein bisschen Ablasshandel. Ja, wir zahlen 3% mehr Löhne. Davon kann man immer noch nicht leben. Sondern das, es muss radikal anders sein. Und das ist in Europa radikal, auch wenn das jetzt vorhin vielleicht nicht so klang, wenn wir wieder sagen, wir wollen regionale Wertschöpfungsströme. Weil wir sind im Moment bei einer Globalisierung, wo, ich glaube, 100 Konzerne, die 80% der Weltwirtschaft diktieren. Das ist, muss man sich mal klar machen, was das heißt. Das heißt, dass die ganzen Tausenden, Millionen von anderen Unternehmen einfach gar keinen Einfluss haben, faktisch. Aber jeder Einzelne kann für sich trotzdem sagen, ich mache es anders. Und den Menschen, wie gesagt, den Menschen zu sagen, du musst handeln, ist immer schwierig. Es ist viel einfacher zu sagen, guck mal, da im Regal stehen eh nur die guten Produkte, das muss es eigentlich sein. Und egal, was du kaufst, du tust keinen Schaden, du richtest keinen Schaden an. Das muss eigentlich der Anspruch sein. Und die Unternehmen wollen trotzdem wachsen. Wir haben doch gerade Diskussion, warum wächst Griechenland nicht? Ja? Also sagen wir einerseits, ja, wir wollen nicht immer wachsen, 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 das ist ja schlecht. Und sobald aber in Spanien eine Rezession eintritt, das ist schlecht, die sollen ja wachsen. Also wir sind da auch total widersprüchlich in unserer eigenen Diskussion und müssen uns mal auch an die Nase fassen und sagen, ja, was wollen wir eigentlich? Ja, danke schön. Das mit der Beteiligung und den vielen Fragen ist uns irgendwie noch nicht so richtig gelungen. Ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Viertelstunde jetzt noch eine Kurve kriegen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, sonst hätte ich noch Fragen. Und sagen Sie auch gerne, wo Sie herkommen. Mein Name ist Julia Liebig, ich wohne hier in Berlin und ich hatte eine Frage an die Frau Kuhlemann. Und zwar würde mich interessieren, Sie haben ja gerade so ein bisschen diese regionale Ebene angesprochen und was für eine wichtige Rolle die spielt und wie Sie selbst die unterschiedlichen anderen Ebenen da sehen. Also wie wichtig die europäische Ebene ist, die richtigen Bedingungen zu schaffen und vielleicht auch aus Ihrer eigenen Erfahrung, ob Sie bisher Ihr Unternehmen nur auf Deutschland beschränkt haben oder vielleicht auch Möglichkeiten im europäischen Ausland sehen. Habe ich noch mehrere Handmeldungen gesehen, eben oder nicht? Nee, habe ich nicht. Gut, dann einfach direkt. Wir selber machen viel in Deutschland, das ist klar, weil Regionalentwicklung heißt auch einen kulturellen Kontext beachten und ich maße mir gar nicht an zu wissen, wie man in Japan kulturell sich verhält zum Beispiel. Wir haben Anfragen von den Philippinen, Indonesien, sonst wie. Das ist oft dann auch ein Finanzierungsthema, weil allein die Flüge, wenn wir dahin fliegen würden, fressen das auf, was die aufbringen könnten an Budget teilweise. Das ist Wahnsinn. Ja? Und da habe ich noch keine wirklich schlaue Lösung, ohne dass ich jetzt anfange, zum großen GIZ-Antragschreiber zu werden und dafür 3 Leute abzustellen, wie man da einen Knopf dran kriegt, dass man den Know-how-Transfer besser hinkriegt. Wir haben mit allen politischen Parteien gute Kontakte, wir reden auch mit allen, sind da ganz offen, also auf dieser nationalen Ebene sagen wir, das ist jedem offen. Wir haben auch europaweit, wir haben auch Projekte schon in Europa gemacht, aber es ist, ich finde immer, es ist etwas, was aus den Menschen rauskommen muss. Es muss ein eigener Antrieb da sein. Und die Nachfrage danach ist in Deutschland größer, das ist so. Weil bei uns einfach fast 40 Jahre Grünen, die wirklich jetzt schon lange, lange hier, sage ich mal, auch trommeln und so, da ist ein anderes Bewusstsein da. Das ist so. Und gleichzeitig gibt es aber gerade in Südeuropa jetzt auch relativ viel, es gibt viel Wunsch nach Veränderung und Sachen anders zu machen und da kommen auch viele, viele Fragen, aber wie gesagt, finanzierungsmäßig auch da katastrophal natürlich und ich kann es nicht pro bono machen. Ich muss auch meine Leute ernähren und die müssen ihre Mieten zahlen und ihre Kinder ernähren, das ist so. Mhm. Ja, noch eine Nachfrage. Aber wenn man jetzt sich die Überschrift anguckt, grüne Ökonomie als Weg aus der EU-Krise, würden Sie sagen, dass diese regionale Ebene schon ausreichen kann, also dass man da genug bewegen kann, ohne die anderen Ebenen aktiv mit einzubinden? Ich glaube, dass die Leute ganz viel machen können, die müssen aber machen. Und also was gar nicht geht, ist Opferhaltung. Ja? Und was gar nicht geht, ist, irgendwer muss mir sagen, wie es geht. Man kann auch viel ausprobieren. Also solche Beispiele sind ja prima, zu sagen, wir machen einfach mal und wir lernen auch auf dem Weg, weil keiner hat alle Antworten. Und es ist aber definitiv so, dass wenn wir ressourceneffizienter werden zum Beispiel, ein Unternehmen, das das einfach umsetzt, natürlich auch Chancen hat, günstiger zu sein und sich am Markt gut durchzusetzen. Also es ist eine ganz stupide BWL-Logik, dass grün zu handeln und nachhaltig zu handeln auch ein Wettbewerbsvorteil und ein Kostenvorteil ist, wenn man es schlau anstellt.
aber so viel Hirnschmalz muss man sich auch gewillt sein, eben reinzustecken. Ja? Also die Eigenverantwortung und das grüne Unternehmertum, was auch Experimente wagt und zudem gemeinwohlorientiert ist. Aber es kann nicht reichen. Also ich sehe schon, wie Lisa, die meinte, du hattest noch Antworten dazu, glaube ich, zu den politischen Handlungsmöglichkeiten und den Rahmensetzungen, die erfolgen müssen. Ich wollte das politisch jetzt gar nicht monopolisieren, sondern fand das sehr angenehm, hier ja, das auch mal in den Dialog zu kommen. Wollte dazu jetzt nur sagen, tatsächlich ist natürlich schon gut, wenn man das Thema Energieversorgung, ja, wenn wir das europäisch insgesamt machen könnten, auch in Richtung 100% Erneuerbare. Da gibt es ein persönliches Problem, der Herr Oettinger, ne, der Energiekommissar in Brüssel ist, ja, so der ja jetzt auch in der letzten Woche da seinen entsprechenden Bericht schönen musste, weil da eben rauskam, dass die Erneuerbaren gar nicht so subventioniert sind, wie er gedacht hat, ne, dass eben Kohle und Atom mindestens genauso subventioniert ist, teilweise sogar stärker subventioniert ist, ja, dass das nicht der Unterschied ist. So, also sprich, wenn man das europäisch machen würde, dann, dann wäre das für alle Länder einfach eine gute Sache. Auch in Deutschland wäre die Energiewende günstiger, wenn wir zum Beispiel, es ist ja jetzt schon so, dass die Energienetze nicht einfach sozusagen von Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg gehen, sondern da fließt auch eine ganze Menge Strom, zum Beispiel über Polen. Ja. So, ne, zwischendurch wird eben auch über Deutschland, Belgien, Frankreich gehen die Trassen. Ja, so, die werden gemeinsam genutzt. Und auch bei der Frage des Energiemixes ist es schon seit langem so, dass Norwegen beispielsweise seine Wasserkraft einspeisen würde in das Kontinentalnetz, da aber eine entsprechende Genehmigung des Bundeswirtschaftsministeriums fehlt und deswegen eben Norwegen die Wasserkraft nicht einspeisen kann in das deutsche Stromnetz. Ja. So, also solcher Unsinn müsste aufhören und davon würden alle profitieren. Das würde die Netzsicherheit deutlich erhöhen und es würde auch die Preise senken und es würde insgesamt den Umbau hin zu 100% Erneuerbaren möglich machen, also deutlich erleichtern, preisgünstig machen und wir hätten alle was davon, was zum Beispiel die Abhängigkeit beziehungsweise dann nicht mehr bestehende Abhängigkeit von Ölimporten angehen würde. Ich hatte aber noch eine Frage und zwar, ich hatte ja am Anfang gesprochen über dieses Thema Photovoltaik oder Erneuerbare in Griechenland. So, und da ist es auch im Zuge der ganzen Krisendebatte, tauchte das auch auf der politischen Ebene. Da gab es aber tatsächlich eher dieses Thema Großprojekt. So, ich weiß nicht, welche Interessen und welche Konzerne da sich das mit ausgedacht haben, aber jedenfalls ging es um ein Großprojekt, das hieß Phoenix und das sollte bezahlt werden und das sollte dahingestellt werden und es sollte ein internationales Konsortium machen und fertig. So, und wir wollten das anders. Und wir hatten jetzt das Problem, als Grüne keine wirklichen Ansprechpartner zu haben auf griechischer Seite, weil ja bekannt ist, dass die Grüne Partei in Griechenland jetzt auch nicht so groß ist. Und deswegen einfach nochmal meine Frage, auch wenn Sie jetzt in einem anderen Bereich da tätig sind, aber können Sie uns vielleicht noch Hinweise geben, ne, wie man das auch gegenseitig verstärken kann, außer dass ich jetzt nochmal nachfrage mit einer kleinen Anfrage, wie das mit der KfW und der Braunkohleförderung ist. Aber es geht ja nochmal darum, sozusagen, wie man eben tatsächlich es hinbekommen kann, dass es von unten wächst, dass eben tatsächlich jede einzelne Insel, ne, Selbstversorger werden kann und dass darüber hinaus eben tatsächlich diese Idee auch stärker Platz greift. Also zumindest unter den Politikern des griechischen Parlaments, die in Deutschland gewesen sind, konnte ich jetzt keinen identifizieren, der überhaupt im Kopf so weit war, das zu verstehen. Das gibt es im deutschen Parlament auch, ja. Also da kann ich auch sagen, viele von den Christdemokraten haben auch noch nicht genau verstanden, wie das mit den Erneuerbaren tatsächlich geht, dass das geht. Ja? So, aber das war sozusagen mein Problem auf der politischen Ebene in Griechenland und da wäre tatsächlich spannend, inwieweit man da weiterkommen könnte. I think in Greece there is a lot of lobbying with politicians and the industry behind the oil business and lignit. And there is an example in Rhodes. There is a big energy factory that produces energy through oil. So a big ship comes with oil and gets it in the factory and produce energy. And now they say that it's not enough, so they want to build another one. And it's funny because the area that they want to build this is an area that the air doesn't stop 365 days a year. So you can have there a wind turbine park. And, but they, it's
there is a tourism all over the world in this place for doing, you know, windsurfing. So it's funny, they go there for windsurfing, and the lobby in Greece, in the political system, they choose this place to have this factory of oil and lignin. So so it's all about, I think, this lobby. And also, we have to make more information to people, because people don't really understand. So they support lignin, they support, you know, maybe power plants, you know, because they don't believe that the renewable energy is a solution. They think that it's not reliable, and you cannot depend on it. So we have to start in this level, inform people. Mm-hmm. Mm-hmm. And then it's the thing of how, maybe through cooperative banks, how to fund a project in islands like this. Yes, I think it's another goal that is really possible. And I think if we start, you know, ecology and green politics and all this is actually not theoretic for me. It's we have to act every day. And we can start. There is unemployment now in Thessaloniki in youth, 50%. So all these people should gather around and do cooperatives like our initiative, and start something. And I think it's possible to do something. Yeah. Mm-hmm. Ja, danke. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, deutlich geworden, dass es das braucht vor Ort, dass aber oft die Finanzierung fehlt und dass wir auf europäischer Ebene durchaus auch überlegen müssen, wie man da noch mehr in Bewegung setzt. Das ist strukturell letztlich auch noch nicht gelöst. Wobei, also dass dieses Unternehmertum, was engagiert ist an der grünen Frage und was dem Gemeinwohl nützen will, Rahmenbedingungen braucht, die wir auch setzen müssen. Also das scheint mir wichtig zu sein. Aber dass es ohne geht, da bin ich auch ganz sicher, das wird nicht der Fall sein. Und wie das international auszutarieren ist, das ist natürlich dann nochmal wieder eine ganz, ganz andere Debatte. Und ob das ein Wachstumsmotor für Europa im Ganzen ist, letztlich kann man ja hoffen, dass man sich das auch abschauen kann oder dass das woanders dann auch wiederum produziert werden kann und dass die Energiefrage weltweit vielleicht CO2 frei gelöst sein kann in der Welt. Na, das würde ich mir jedenfalls wünschen. Also das sollte jetzt, oder das war jetzt mein Schlusswort. Es ist ein riesengroßes Feld, wenn man das so aufzieht. Vielleicht hätten wir es ein bisschen spezifischer machen müssen, aber ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wo Ihre Interessen sonst gewesen wären, wenn wir sie nicht gefunden haben sollten. Es geht weiter hier um 17.30 Uhr. Dann geht es um ein demokratisches Europa und Jugend in Bewegung. Und vielen Dank an die Teilnehmerinnen hier auf dem Podium und an Sie alle. Applaus